Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Heute mal ein Livestream am Montagabend. Und Schulle ist auch da, denke ich mal, hoffe ich mal. Oder ist noch kurz eine Piefen, könnte auch sein. Schauen wir mal. Also, wir sind hier im Beatles Cup Lobby 1 von den Black Lions. Hier das erste Rennen am heutigen Abend auf dem Kyoto Driving Park. Yamigawa und Miyabi. Richtig geile Strecke, wie ich finde. Richtig geile Strecke, aber auch reifenfressend, reifenzehrend. Und es haben sich schon einige versammelt. Und der Schulle ist jetzt auch da. Hi Schulle. Hallo. Grüß dich. Ja. Also ja, lange her. Noch nicht voll. Na, sind noch nicht alle da. Sind noch nicht alle da. Wir sind also überpünktlich hier. Aber ist auch gut so. So muss das sein. So muss das sein. Ja, lange her, der letzte Livestream hier am Montagabend, ne? Haben wir lange nicht gemacht. Meistens ist ja doch der Samstag oder Sonntag. Und heute sind wir mal am Montag am Start. Ja, mal gespannt hier, wa? Die fahren ja hier alle Beetle, warum die Hütte? Weil es der Beetle Cup ist. Oh, ich komme gar nicht in den Zuschauermodus, sehe ich hier gerade. Kommst du da rein? Also ist gar keiner auf der Strecke gerade, vielleicht liegt es daran. Ja, kann gut sein, ja. Wie daran wird es wohl liegen, ne? Warte mal, ich habe heute frei, ich darf so aussehen. Ja, der Schulle hat mal wieder frei. So kennt man den Schulle, ne? Schon wieder eine Nachtschicht, ja. Und dann hat er nur einen Ausschlaftag und muss dann schon wieder eine Frühschicht. Also bitte, ja. Nur einmal Haier machen, ne? Also einmal eine Runde Mitleid für Schulle, bitte. Ja, eine Runde Mitleid, bitte. Mitleidsdosen, bitte. Psch, psch. Oh. Der Arme. Ja, ich glaube, es gibt gerade ein bisschen Lobbyprobleme. Okay. Lobby neu machen. Da scheint gerade was nicht ganz zu laufen. Wir haben auch im zweiten Anlauf das erst geschafft, reinzukommen. Danke, Lobby. In die Lobby. Danke. Ah, du kriegst schon dein Mitleid. Ja, ja, und ja, sehr hallo, schön. Kitty und ja, Gruß an den ganzen Chat hier. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Hier, liebenden. Schauen wir mal, ob die Lobby läuft oder ob wir sie nochmal neu machen. Screen an. Der sitzt wieder im Keller. Ja, ich sitze immer noch im Keller. Wir haben immer noch 29 Grad auf dem Dachboden. Deswegen habe ich mich hier wieder entspannt runter verkrochen. Prost, Thorsten. So, gibt gleich eine neue Lobby. Will ja keiner wissen, dass du Urlaub hast. Ja? Der Marco hat Urlaub, ja sowas. Wie lange? Grüß dich, Krabbel. Hi, Krabbel. Prost, HSV-Fan. Ja, hab ich schon gesagt, Prost, Thorsten, ne? Thorsten wieder mit am Start. Immer dabei. So, gucken wir mal, gleich gibt's hier was Neues zum Beitreten für uns. HSV-Fan Fußball gucken, ja, genau. Was ist denn? Spielt halt irgendjemand? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit Fußball gar nicht so aus, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß es gar nicht. So, neue Lobby steht. Neue Lobby steht? Ja, zwei Balken. Gucken wir mal, ob alles klappt. Ja, werden ja zwei Lobbys gefahren. Die Nachfrage war wohl groß. Lobby 1 und Lobby 2 gibt's. Zwei Streams also. Ah, bis 14.8. Ja, das sind schon noch ein paar Tage, Marco. Neun Tage noch. Ja. Sehr schön. So, schauen wir mal, ob wir hier direkt im ersten Anlauf joinen können. Ah, Nürnberg gegen Hamburg hat gespielt. Ah, jetzt hat's geklappt hier direkt. Das sieht schon deutlich besser aus. Not gegen Elend. Not gegen Elend, sagt er. So, hat hier geklappt. Schulle ist auch schon da. Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Grüße. Schauen wir mal, wenn gleich sich einer auf die Strecke setzt, ob wir dann auch gut hier wieder in den Zuschauermodus joinen können. Aber da ist schon wieder einer raus. Marco auch. Was ist los, Marco? Bei uns hat es ja jetzt gut geklappt, auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Es ist ja noch früh. Warum klappt das nicht? Na, schau mal, es wird sich noch sortieren. Ja, was können wir erzählen hier? Wie gesagt, der Beetle Cup von den Black Lions. Da gibt es richtige Pokale sogar, die die Black Lions da gesponsert haben. Die man so anfassen kann und wenn man denn hier gewinnt, dann bekommt man die so ja zugeschickt und ich so. Ich kann die auch nochmal zeigen. Wir hatten die eben schon im Intro, aber ich suche nochmal gerade ein Bild raus. Wir haben ja gerade ein bisschen Zeit hier. Da sehen wir das nochmal hier. Diese guten, schicken drei Pokale hier. In Gold, Silber und Bronze natürlich. Da steht es auch drauf. Beetle Cup 2019, gesponsert von Black Lions Racing Team. Unglaublich, coole Sache und auf jeden Fall. Und es gibt auch noch weitere Preise, habe ich gehört. Die sind dann gesponsert von Donut Racing. Ja, also da ist schon eine geile Sache hier. Richtig,
haben sie sich richtig schön was einfallen lassen hier, die Lines. Geile Sache auf jeden Fall. Cool. Und ansonsten sind sie ja noch aktiv und unterstützen das, wir hatten es eben, ich kann es ja auch nochmal hier einblenden. Machen wir das mal gerade. Wie gesagt, wir haben ja gerade noch ein Momentchen Zeit. Hier haben wir es auch nochmal. Die Black Lions unterstützen ja auch tatkräftig hier das Deutsche Kinderhilfswerk. Hatten wir eben auch mal eingeblendet. Sehr löblich. Da kann man auch mal gerne auf die Homepage vorbeischauen. Da gibt es eine Spendenseite extra. Ja, und kann man einen Fünfer locker machen. Genau, für einen guten Zweck sollte das immer möglich sein. Also schaut auf jeden Fall mal auf der Homepage auch vorbei. Deutsches Kinderhilfswerk und supportet hier die Organisation, sage ich jetzt mal. Schöne Sache. So, da sind wir wieder im Bild. Schauen wir mal, sie sind sich noch nicht ganz sicher. Vielleicht gibt es einen neuen Host oder so. Mal gucken, macht ja auch schon mal Sinn, den Horst zu wechseln, ne? Ja, immer noch eine eigene Sache, ne? Wir sind ja nicht mehr weit weg von den 500 Followern, ne? Oh ja. Leute, macht Werbung ohne Ende, ja, dass die 500 schnell voll sind, weil Jiggy Boy und Schulle Boy haben sich da schon was richtig Geiles für euch ausgedacht. Ja, ja. Macht mal, ne? Und dann gibt's auch feine Sachen wieder. Jetzt hab ich schon wieder zu viel verraten. Ne, jetzt hat er schon fast verraten, aber wir haben uns was überlegt in Form von einem Event und ne? Glaub mir, die Tasse dagegen war nix. Ja, ich sag mal so, die war dagegen gar nichts. Jetzt gibt er aber Gas, der Schulle. Was hat er denn davor? Ah, Marco schreibt, Verbindung wird immer getrennt. Ja, komisch. Okay, vielleicht müsst ihr mal den Host wechseln, Marco. Host wechseln oder mal einen Router neu starten bei den Leuten, die Probleme haben. Aber wenn mehrere Leute das Problem haben, dann wird es wahrscheinlich nicht am Einzelnen liegen, ne? Das kann auch gut sein. Naja, gucken wir mal, wie es sich gleich sortiert hier. Das geht jetzt aber schnell. Danke, Jason. Danke dir. Macht's den Jason nach, ne? Und dann gibt's bald ein 500 Follower Community Special Event. Hoffentlich. Stream Team Live Lobby und dann geht's da richtig ab. Ja. Hoffentlich im September. Schauen wir mal, ob wir's schaffen. Ja. Bis dahin. Ist ja nicht mehr so lang. Nee. So einen Monat oder so. Mal gucken. Hi, Pi. Sag mal, ich sehe ja keine Rückenlehne. Sitzt du auf dem Hocker, Alter, oder was? Was? Sitzt du auf dem Hocker? Nö. Ich habe hier so einen ganz alten Schreibtischstuhl im Keller stehen. Ach so. Das sieht echt so aus, als wenn du auf dem Hocker sitzen würdest. Da ist der Stuhl. Okay, alles klar. Da ist der Stuhlgang. Da ist der Stuhl. Guck euch mal Jig seine Möpse an, du. Alter, ich hab Brüste bekommen. Ich hab Brüste bekommen. Das sind Bierbrüste. Ja, Bierbrüste, ja. Ja. Wenn man lange genug saugt, dann kommt Bier raus. Ja. Sag nicht, du hast das auf dem 24-Stunden-Rennen ausprobiert, als ich geschlafen hab. Natürlich, du hast ja nicht ausprobiert. Ich will's nicht hören. Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen, ey. Ich war immer nur nachts blau. Du bist ein Strolch. Oh, es sind Fahrzeuge auf der Strecke. Nein, unglaublich. Hier, schaut euch das an, Freunde. Da sehen wir den ersten Beetle hier von Totti. Totti. Hier, und wir haben rausgefunden, man kann jetzt ins Cockpit gehen. Ja, guck mal, ob es jetzt bei mir geht. Ah, guck mal hier, Freunde. Es geht seit dem Update. Cockpit-Perspektive im Zuschauermodus. Geil. Ich weiß nicht, ob schon jeder mitbekommen hat, aber wir haben gerade... Davor waren wir hier in der Trainingslobby, haben uns schnell mal nur die Bildeinstellungen gemacht. Und ich sage, guck mal, Jiggy, hier kommst du ins Cockpit. Ja, also das ist cool. Ging ja, bei Gran Turismo 6 ging es generell, glaube ich, und bei 5 auch. Aber hier ging es ja immer nicht, aber echt geil. Das ist geil. Hoffentlich, dass es auch im Rennen geht und nicht nur im Training, aber ich gehe mal fast von aus, dass es im Rennen auch gehen wird dann. Ich gehe auch davon aus. Ja. Das ist natürlich cool. Coole Sache, also, es gibt noch so ein bisschen Feeling. Ja, hier, das Cockpit vom Beetle, muss ich sagen, ist jetzt nicht so gelungen. Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen. Ja, das nicht, das stimmt. Etwas futuristisch, ne? Ja, ich schwenke hier gerade mal im Cockpit rum. Ist halt ein bisschen futuristisch gemacht, wie du schon sagst. Pi, ein Kasten Bier. Ja, coole Sache hier auf jeden Fall. Richtig. Mit dem Cockpit, sehr schön. Machen wir mal hier ein paar Infos an. Zack, 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 zack. So, aber es scheint so, als wenn es noch nicht klappt hier. Aber warum nimmt denn deine Kamera das nicht auf? Also ich schwenke hier. Wie? Im Cockpit. Oh, Lobby zusammengebrochen.
Ja, vielleicht hat er auch gesagt, dass er das neu macht. Habe ich jetzt nicht mitgelesen, weil ich im Cockpit war. Pi, sei ruhig. Na, das Ruhr, den Pi, bin ich jetzt ich muss mich plötzlich. konzentrieren. Eieiei. Komm, machen wir noch ein bisschen Musik an im Hintergrund, während wir warten. Genau. Hast du mich jetzt rausgenommen aus dem Bild? Ich sehe mich ja nicht mehr. Ach so, ja, ich habe hier einen Bildschirm weniger unten. Ach so. Sind nur drei. Sind nur drei. Ach ja, oben hat er ja vier, stimmt. Naja, deswegen muss ich immer ein bisschen umswitchen. Habe ich gerade vergessen. Ja. Das ist ein Skandal. Skandal! Ich habe ja auch noch ein bisschen rumgekramt hier. Ah, guck mal, was ich gefunden habe. Ah, noch so eine schöne Tasse. Und wo kommt die denn her? Ah, Mit und hier. Aufklebers. Mit Ja, Aufklebers da drin. steckt noch was drin hier. Ah, hier, die Ü30-Strolche sind auch dabei. Ah, ein bisschen Schleichwerbung für die Jungs machen. Ganz Ja. heimlich. Hier Und gibt's die ja noch Sticker was hat er auch Schönes. noch. Ah, hier, guck mal hier, warte, hier ist noch was drin. Guck mal hier die Bändchen noch Ach, vom 24-Stunden-Rennen. vom Ah, die habe ich 24. auch irgendwo hingelegt. Kleines Andenken, so in, ich habe so eine Grabbelkiste eigentlich, da mache ich immer solche Sachen drin. Einfach so als Erinnerungsstück immer. Hast du auch ein Foto von mir da drin? Nee, das halt in der Brieftasche. Ah, okay, top. So kennt man ihn, perfekt. Ja, siehst du, 5 Euro, wenn das T-Shirt aussieht. Ja, dann pass auf. Wie? Dann bei PayPal Nein. spende Wir bitte haben noch einmal. vor. Und dann zeigt Jake seine Brust. Wir haben noch vor 22 Uhr, Freunde. Ja, wir haben mal das Stream bis ab 18, ist überhaupt kein Problem. Okay. Okay. Ja. Dann ist der Mops los hier. Pi, beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Ach, beruhigen Sie sich. So, ich hab noch Sonst keine neue Lobby. mache ich gleich diesen hier und zack, da ist er weg, der Jig. Zack, da ist er weg. Genau, und dann sagt er, ups, hab ich euch doch gezeigt. Ja, ich denke mal, es gibt einen neuen Horst. Wenn es einer weiß im Stream-Chat, der kann ja mal sagen, wer der neue Horst ist. Ich weiß ja nicht, ob wir den auf der Freundesliste haben. Genau. Schauen wir mal. Brasi! Brasi, alter Hundelunge. Brasi! Brasi kommt doch mal wieder Bist aus du seinem Loch mal raus. endlich aus deinem Pool rausgekommen, oder was? Endlich kam er mal aus seinem Pool raus hier. Ja. Der hat ja sich so einen kleinen schönen Pool da So hingesetzt. kalt ist das Wasser. So kalt. So kalt. So, gucken wir mal. Noch ist nichts da, Freunde. Noch ist nichts da. Pi, beruhig dich. Was ist los? Ja, ich muss da hier umswitchen, weil ich habe gerade gesagt, dass ich ein Bildschirm mir Ich fehlt. dachte, du ziehst dich gerade aus und machst mal kurz hier. Nein. Brauchen wir noch Musik hier? Dö, 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 Ich wollte Musik dö, nochmal dö, anmachen. Aber wenn ich hier umswitche, dann verschwindet immer dein Bild. So. So, Playlist läuft. Ja, ich sitze im Keller, Brasi, deswegen habe ich einen Greenscreen, weil hier sonst Kartons wären und so und Regale. Deswegen habe ich einen Richtig Greenscreen hier Fenster. im Keller, weil am Dachboden ist mir momentan zu warm, Brasi. Genau, die Kartons sind abgedeckt hinter mir. Ja, Alles ja, grün hinter mir. ja. Du, 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 Ja, haben wir jetzt eine du. Lobby oder nicht? Moment, prüfe. Ich sehe keine. Negativ, negativ. Negativ. Marco, was ist los? Du hast eben reingeschaut. Hallo. Was ist denn hier los? Ja, wenn es wieder kühler wird, Brasi, dann gehe ich auch wieder auf den Dachboden hoch. Aber ist mir zu warm. 29 Grad waren da wieder eben. Deswegen habe ich vor ein paar Wochen hier die Sachen runtergestellt. Einfach in den Vorratskeller sozusagen. So eine kleine Ecke hier aufgebaut. Und das funktioniert ja auch. Übergangsweise für den Sommer zumindest. Ist der Jig in the Keller gezogen?
Naja, zwei, was haben wir hier? 22 Grad, ja. 7 Grad weniger als oben, immerhin. Wenn der PC läuft, wird es ja auch noch wärmer. Das stimmt. Ja, immer noch nicht. Immer noch nicht. Nee, nee. Ich hoffe, der Lobby-Host ist keiner, den wir nicht drauf haben, aber die anderen sind ja wahrscheinlich dann reingejoint in die Lobby. Dann sieht man die ja auch. Kellerkind, ja, ja. Ah, tut echt gut, Brasi, mal bei der Hitze hier unten zu sitzen, ohne Witz. Das ist echt mal angenehm. Brasi-Boy ist so komisch, ne? Dass der mal schreibt und so im Stream ist und total. Ja, cool. Wie gesagt, der ist jetzt wirklich aus seinem Pool rausgekommen. Glaublich. Extra, und das noch extra für uns. Ich bin, fühle mich geschmeichelt. Überrascht. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, es hat natürlich auch keine Info, wer jetzt die Lobby macht und wie und was. Aber wir warten einfach ein bisschen ab. Wir warten einfach ein bisschen ab. Ich drücke immer ganz viel auf. Achso, Marco, du weißt es auch nicht. Ja, wir wissen es auch nicht, Marco. Vielleicht wechseln die gerade den Lobby-Host und sind die Lobby-Einstellungen am Abgleichen oder so, vielleicht. Ja. Ja, bis Donnerstag arbeiten. Und dann hast du etwa Urlaub. Und dann wird gestreamt, oder was? Oder fährst du weg? Wie geht die Luzi ab? Dann geht die Luzi ab. Ja, der Brasi ist ja so ein Reisemann, ne? Der heißt ja immer, wenn er Zeit hat, ist er immer. DZE, Brasi, immer. Alter, Falter. Da kennst du Schule aus, ne? Ja, Dienstzeitende. Dienstzeitende. Ja, weiß ich noch ja nicht, warum wir noch keine Einladung bekommen haben zum. Poolparty beim Brasi, das wär's ja, doch mal. Okay. Poolparty. Unglaublich. Gleich ist mein Bier wieder leer hier. Unglaublich, der Brasi. Wie lange waren's, Brasi? 12 Jahre oder so, ja, länger? Der Pi, der Spinner, ey. Oh, 1 Euro! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Das ist ein verrückter Lurch, ey! Der Brasi. Tja, und wieder geht ein guter. Hey, aber Marco, schreib mal was rein in den Streamchat, wenn du weißt, wer der Host ist oder so. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie noch was verpassen oder so. Ja. Das wäre total schade. Ne, noch nicht dabei. Ja, Freitag geht's bei uns auch wieder los. Da werden wir Doppelstream, ne? Erstmal gibt's, was haben wir? DTM, ne? Haben wir? Nee, Race Room? Nee, GTR. Achso. GT3. GTSL GT3 in Race Room, ne? Um, ich glaube, wann war es jetzt? 21 Uhr? Oder 20.30 Uhr? Start ist um 21 Uhr. Qualifying 20.35 Start. Ah, okay. Also einmal Race Room, PC Sim Action und danach geht's weiter mit der Night Shift Liga am Freitag. Die haben ja jetzt quasi Saisonauftakt. Da geht's auch wieder los jetzt nach der kleinen Sommerpause. Da sind wir am Start. Entweder Super Pro Liga oder Pro. Wahrscheinlich Super Pro. Genau. Ah, Marco weiß auch noch nichts. Ja, okay. Dann halt uns mal auf dem Laufenden, Marco. Wenn du was mitbekommen hast. So noch einfach ein bisschen. Ja, ja, alles gut, alles gut. So lange Just Chatting da draußen. Ja, Just Chatting, ja, genau. Was, hast du eine Mücke im Büro oder was, im Wohnzimmer? Ich hab die gerade gesteuert, hast du das nie gesehen? Ach, mir? Ja, ich hab da einfach so. Ach so, ich seh nur deine Speckarme, sonst seh ich nix. Muskelbepackte, ne, und so weiter. Ja, ja. Speck-Titty. Speck-Titty. Was sollen die Leute von uns denken, ne? Die meisten wissen ja, dass wir verrückt sind. Ja, erst ruiniert, dann lebt es sich ganz ungeniert. So ist es ja wirklich, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ihr habt auch keine Info bekommen, Marco, von irgendwem. Bist du mit wem in der Party oder so, Marco? Wie geil. Frau hat es in PayPal gesehen und fragt. Geil. Geil! Wie geil! Sehr cool. Das ist cool. Okay, das ist natürlich ärgerlich, Marco. Ja, ja, quatsch mal noch ein bisschen. Also, unser Extreme Team Live, wir werden jetzt demnächst ausgestattet. Ja, so kleidungsmäßig. Werden wir demnächst bestimmt mal was verraten.
Ja, du hast das schon ein bisschen im Hintergrund organisiert, ne? Ja. Wie ich dann überraschend mitbekommen habe, sozusagen. Wer da ein bisschen aufmerksam heute sich so einfach mal bestimmte Lackierungen angeguckt hat, die ein gewisser Herr entworfen hat. Ja, hatten wir eben schon im Stream, ne? Ja, der, ne, und so, der wisset. Der Pi hat nun 6 Wochen keinen Spaß. Schick, glaub, du musst es jetzt zeigen. Naja. Nein. Lass mich mal kurz überlegen. Nein. Nein. Komm, das ist für eine Kohle, Jake, Mensch. Du bist Na käuflich. gut, okay, einmal. So. Ah. Wie bei der Addams Family, der Unsichtbare. Genau. Ich will meine Ruhe haben beim Fragen, schreibt Marco. Ja, kann man auch verstehen, ne? Ein bisschen Konzentration. Wann drin Draht kommt, ne? So. Ich frag grad, überleg grad, wen könnte man denn kontaktieren? Ich kenne ja auch jetzt keinen. Ach, Freundin schaut wieder zu. Deswegen haben wir getrenntes PayPal. Genau. Ja. Dann sieht man die Schmuddelüberweisungen nicht. Schmuddelseiten, wo du Geld hin überweist, Ja, genau. nicht ertragen musst. Sonst kriegst du ja auch immer die Alerts, ne? Das wäre natürlich fatal. So, Schulle, mach du mal eine Lobby auf. Danke. Schwecktitti und Zauselbart. Hey, Oh, ich habe eine komm. Freundesanfrage bekommen. Das heißt, da gibt es einen neuen Host. Unglaublich. Oh, guck mal, ich habe eine Freundesanfrage von PS Girl, oh, am Habe 6.6. ich gehört. erhalten. Gar nicht reagieren. Ich weiß nicht, wer das ist. Hi, I like you. I have a special surprise for you. Oh, als ob Oh, mir ich glaube, da gefallen. muss ich doch mal reinschauen nach dem Stream. Oh Mann. Ah, hier, neue Lobby, neue Lobby. Jetzt geht's rein hier. Warum krieg ich denn hier keine Freundschaftsanfrage? Ach doch, habe ich, bloß ich hab Weil den keiner Alert mit dir befreundet sein Nein, will. ich hab den Alert ausgestellt. Dass ich meine Zuschauer damit nicht nerve und so, weißt du? Naja. Ach nee, habe ich Als doch nicht würdest du gekriegt. Rücksicht auf irgendjemanden nehmen. Warte mal, da oben. Ah, bitte Spektiti und Zauselbart, ey. Ich komm hier bald rum, du. Ja, unglaublich hier Aber schon wieder. der Scholl hat auch Speckettitis und Speckbäuchlein. Das stimmt überhaupt nicht. Klar. Nein. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Egal. So, aber jetzt geht's hier los, Freunde. Ja, ich muss hier erstmal adden. Der Chick wird hier edit und ich soll denn die Leute selber adden. Du kannst doch jetzt da reinkommen, ich bin doch in dem Raum drin. Du musst hier gar keinen mehr adden. Denk doch einmal mit. Nein, ist nicht Sei doch da. einmal bei der Sache. Es ist nicht da, es ist nicht da, es ist nicht da. Warum? Ich bin auch da drin und bin auf online. Ja, verstehe ich nicht, aber er wird mir nicht angezeigt. Na? Aber Freundesanfrage hast du angenommen. Es gehen um Samenstränge. Nee, ich habe keine Freundesanfrage gekriegt. So, Ich habe eine Nachricht gekriegt, ich soll den und den adden, ja. Ne? Der ja, dann kommt mach ja das doch einfach. Der Knochen zum Hund. Dann mach es doch einfach. Ja, so schnell bin ich nicht. Alter Mann, das Kind geht sich. Jetzt habe ich genau. Siehst du über den Stream einmal jammern und schon klappt das. Ja, perfekt. Einmal auf die Tränendüse gedrückt, der Schulle, Genau. und dann läuft's hier. So, jetzt sind wir drauf und viele andere sind auch drauf. Es scheint jetzt zu funktionieren, Freunde. Das freut uns riesig. A special surprise for me. Was? Na, PS Girl hat auch einen special Preis von. Ach, die hat dich auch geedit, ja? Ja. Marco, wer ist Host? Warte, ich schau direkt für dich nach, mein Freund. Oh, falsche Taste. Schau mal in den Stream. Das ist Rosso-Corse. Du siehst es ja oben rechts. Rosso-Corse. Bitte adden. Ja, fein. Da sind wir wieder. Volle Lotteleitung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Voller Ausschlag hier. Da ist Schulle beigetreten. Ja, schauen wir mal direkt drüber hier. Übers Fahrerfeld, wen wir hier am Start haben. Fangen wir mal vorne an hier. Die Leverwurst. Die Leverwurst hier. Natürlich heute im Beatle-Cup. Alles Deal echt im Beatle, sonst wäre irgendwas falsch. Schauen wir mal ein bisschen derweilen hier entspannt auf die Lackierung. Gehen wir mal kurz ins Vollbild hier. Wechseln wir mal rüber. Gritzti.
Ja, und die Strecke finde ich geil. Ich glaube, Schulle, deine Strecke ist es nicht. Ja, kann sie, aber ist halt nicht meine Lieblingsstrecke. Nee, vom Mögen her meine ich, ne? Aber vom Mögen her ist ich finde die ja geil, weißt ja, ne? Yamigawa und Miyavi finde ich mega. Ist nicht meins. Ich bin da. Nee. Der Effekt ist super zum Beispiel besser. Ist Geschmackssache. Komm, wir schauen mal durch, Schulle. Ich bin jetzt bei Destroy. Bei Destroy. Der hat hier eine schöne knallbunte Lackierung auf seinem Beetle. Wo ist er denn? Da. Auf 1 hier. Im Training sind wir ja noch. Vermute ich mal. Also ich weiß nicht, ob Quali jetzt schon läuft. Nee, waren noch nicht alle da, ne? Wir sind ja jetzt ein bisschen später reingejoint. Keine Info. Vielleicht kannst du. Schreib mal her mal rein in den Chat, Schulle, und frag mal, wann die Quali startet. Nicht, dass die schon läuft. Wir wissen es ja jetzt nicht, weil wir ein bisschen später gejoint sind. Hm? So, hier haben wir Totti. Im pinken oder im rosa Beetle. Ist das jetzt pink oder rosa? Ich kann das immer nicht unterscheiden. Ich habe keine Ahnung. Das Schöne an der Strecke ist, dass die Teleperspektiven hier vernünftig sind. Hat der Toni nicht gesagt, dass er hier mitfährt? Ja, wo ist Toni eigentlich? Genau, der hat doch gesagt, der fährt mit. Oder fährt der in der anderen Lobby mit? Hat mich schon auf den Toni gefreut. Ja, eigentlich schon. Aber er hatte doch kommentiert, dass er dabei ist. Ja, ja. Aber habe ich da geschrieben, dass wir Lobby 1 streamen? Nee, ich glaube, ich habe nur geschrieben, dass wir das überhaupt streamen. Aber doch, er hatte doch geschrieben, Server 1. Kann das nicht, hat er nicht sogar geschrieben, er ist auf Server 1? Keine Ahnung, habe ich irgendwie eine Erinnerung. Ich weiß es nicht mehr. Machen wir weiter, wen haben wir hier? Gamer for Life. Gamer for Life. Schauen wir mal hier auch die Lackierung an. Da haben sich die Jungs ja wieder richtig Mühe gegeben hier. So kennt man es. Oh, achso, ich dachte, ich wäre rausgeflogen. Alles gut. Jetzt wird wahrscheinlich... Quali starten, wa? Ich denke mal, oder? Wird ja gleich einer schreiben. Schauen wir mal, ob es gleich startet hier. Derweil zeige ich nochmal schnell. Ah, Quali startet. Es kommt, ich blende nochmal kurz hier ein. Die schönen Pokale, die es hier zu gewinnen gibt, hier im Beetle Cup. Gesponsert von den Black Lions. Und dann, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, gibt es noch andere Preise für die anderen Platzierungen, die von Donut Racing gesponsert worden sind. Also geile Sache auf jeden Fall. Da sind wir mal gespannt, wie sich das ganze Event hier entwickelt in den nächsten Wochen. Coole Sache auf jeden Fall. Und es ist Quali-Start, das heißt, wir wechseln hier mal entspannt jetzt ins Vollbild rein. Schulle kann ja auch gleich seine zweite Cam da anmachen. Dann können wir noch mal ein bisschen Bild in Bild ballern. Sehr gerne. So, Marco, hast du geedit? Den Rosso Corse, er fährt gerade hier. Das ist der Lobby-Host, der Rosso. Also 20 Minuten haben wir jetzt Qualifikation. Und danach gibt es ein Hauptrennen von 50 Minuten hier auf Yamigawa und Miyavi. Und wir schalten nochmal weiter durch hier. Christian SLR, da sehen wir ihn. Der Cortis. Ach, Tonis Pedale sind kaputt. Das ist natürlich fies. Ja, und jetzt? Jetzt kann er nicht mitfahren, oder was? Das ist natürlich fies. Er hat doch Controller. Dann fährt er zur Not mit Pet. Oh. Hier, Destroy haben wir eben schon gezeigt. Jetzt hier Dynamit, Qual. Dein Ding. Das ist ja ein Ding. Dran kaputt. Hat der nicht erst sich einen neuen Fanatec? Ja, der hat doch Fanatec bekommen, gekauft vor 2-3 Monaten. Was ist da los mit Fanatec? Was ist da los? Hat sich ein, Schulle, schreib mal bitte rein, dass der, schreib bitte mal den, Rosso Corse an, dass er die FA von Marco annehmen soll. Der fährt nämlich hier schon rum. Ja. Und Marco wartet noch, dass er joinen kann. Ja, 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 sofort, ja, mein Herr und Gebieter, sofort. Aber bitte doch. Ansonsten probier's mal über die Lobby-ID, Marco. Ich blende die jetzt kurz unten links ein. Die Raum-ID. Schau mal kurz drauf. Mach dir kurz ein Handyfoto von, dass ich wieder umswitchen kann hier ins Vollbild. Aber da unten links steht die Nummer, vielleicht geht's damit. Ich gebe dir jetzt noch 5 Sekunden, ein Foto zu machen. 4, 3, 2, 1. Ich hoffe, die Zeit hat gereicht, Marco. Ansonsten sag Bescheid. Aber Schulle hat dem Rosso auch gerade gesagt, dass es da eine FA gibt für ihn.
So, ich gehe jetzt ganz kurz nochmal pullern. Also Ja? rauchen, ja, alles Ja, klar. bin gleich wieder da. Zack, zack, hier. Ja, jawohl, jawohl. So, wen haben wir hier? Den Gizzy von den Black Lions. Der war ja eben der Lobbyhost, da sind wir ja umgeswitcht. Hier sind wir jetzt on the road quasi, on track. Hier in Japan, im Beetle, im Volkswagen Beetle. Und wie gesagt, die Qualifikation läuft. Jetzt sind sie noch in der Aufwärmrunde. Der eine oder andere wird schon in der ersten heißen Runde sein. Schauen wir mal auf die Zeiten. Hier ist ja eine sehr lange Strecke. Ist ja ein langer Kurs hier auf jeden Fall. Aber ein sehr interessanter Kurs, finde ich. Sehr interessant. So, Rosso ist jetzt raus von der Strecke, Marco. Ich denke mal, dass er jetzt deine FA annimmt. Dann passt doch gleich alles hier. Dann kannst du auch joinen. Sind ja noch über 15 Minuten Qualifikation. Ging auch nicht. Aber guck mal, ich denke mal, dass er jetzt die FA annimmt, weil er ist von der Strecke gegangen. Und wir setzen uns einfach mal jetzt hier, weil die Cockpit-Perspektive jetzt neu im Zuschauermodus mit dabei ist, hier im Livestream. Setzen wir uns mal schön hier ins Cockpit von Christian SLR. Und da ist auch der Mako beigetreten. Geile Sache. Sehr schön. Fahren wir mal ein bisschen mit hier bei dem Christian. Oh, und wir können uns sogar umschauen hier im Cockpit. Das ist natürlich cool. Sehr schön, dass sie das hier eingefügt haben. Und Freunde, wir haben eine erste Rundenzeit, die gesetzt worden ist. Eine Bestzeit, meine ich hier, von Destroy. Mit 2 Minuten 15,216. Aktueller Streckenrundenrekord hier. Christian hat sich bis jetzt hier auf Platz 3 einsortiert, aber es ist ja noch eine Menge Zeit, noch knappe 15 Minuten. Knappe 15 Minuten noch. Und da blitzt es lila auf hier bei Cortes. Bleib mal bei Cortes drauf. 0,1 Sekunden lila für ihn. Hat jetzt die halbe Runde hier absolviert. Jetzt ist er raus aus dem lila Bereich, aber auf persönlichem Bestzeitkurs hier. Kurs der Cortes. Auch hier werden wir nochmal die schöne Onboard-Perspektive bedienen. Kann jetzt gleich auch noch ein bisschen Windschatten mitnehmen hier vom Christian. Jetzt leicht unter seiner persönlichen Bestzeit. Von lila auf blau, jetzt auf rot hier im letzten Sektor. Aber nur 0,014 Sekunden langsamer gewesen als seine vorherige Bestzeit mit der 2:16.239. Und jetzt kann er wunderbar hier auf Startziel den Windschatten mitnehmen. Ach schade, Christian findet die Box. Sonst hätte er noch ein paar Meter mehr mitnehmen können. Das hätte ihm jetzt sehr geholfen auf jeden Fall. Aber konnte sich fast um eine Sekunde hier verbessern. Ganz knapp hinter Destroy. Ganz knapp. 0,077 Sekunden hinter Destroy. Schauen wir direkt rein hier. Weil der Leverwurst 2:16.4. Switch mal weiter auf den nächsten. Wer kommt als nächstes hier drüber? Dynamit gerade erst in der frischen Runde drin. Gehen wir zu Gamer for Life. Der kommt jetzt über Startziel.
Und konnte sich hier verbessern auf eine 217.470. Weiter, wen haben wir noch? Die sind gerade alle frisch drauf hier. Da laufen die ersten Sekunden. Bleiben wir mal jetzt hier eine weitere Minute bei Rosso Corse. Aktuell, ja, ungefähr eine Minute noch zu fahren. Dann sehen wir auch von ihm hier die nächste Rundenzeit. Qualifikation geht 20 Minuten, Pi. Also noch 12 Minuten jetzt. Und dann kommt ein Hauptrennen von 50 Minuten. So, die letzten Sekunden laufen jetzt hier. Die letzte Rechtskurve vor Startziel. Dann sehen wir die nächste Zeit von Rosso Corse. Schauen wir mal, auf welchem Platz er sich hier katapultieren wird nach dieser Runde. Eine 2 Minuten 17,6, damit setzt er sich jetzt hier in der Qualifikation auf Platz 7 und schaut euch an, wie knapp die Rundenzeiten sind hier. Platz 6 und Platz 8 hier, Wahnsinn, wie eng das Feld hier zeitentechnisch beieinander liegt. So, wo gehen wir jetzt hin? Hier, Dynamit Koal kommt jetzt über Startziel. 2:17,6 war seine Bestzeit bisher und kann sich jetzt in der Runde leider nicht verbessern. Wechsel mal rüber zu Totti. Da ist er wieder. Da ist er wieder, der Schulle. Was geht hier ab? Ja, Rundenzeiten werden hier gesetzt. Zack, zack, zack geht das hier. Ja, ich bin vorhin mal mit dem Controller eine Runde Beetle gefahren, hier auf der Strecke. Bin ich mit 212 gefahren. Was ist los hier mit den Leuten? Was? Niemals. Nein, Quatsch. Niemals. Niemals. Läuft ja. So, ich bin mal bei Mako hier. Geh mal onboard bei Mako rein, Schulle. Machen wir mal Bild in Bild hier an. Bild in Bild, wollen wir sehen, von Mako. Fahren wir mal die Minute noch mit hier, bis er über Startziel kommt. Ah, er ist in der Boxenrunde noch. Ich dachte, er wäre schon in der heißen Runde. Aber fahren wir trotzdem mal mit. Fahren wir trotzdem mal mit. Nee, Pi, der Köpfchen hat nicht rausgeguckt. Nein, niemals, beim Schulle. Ja, man kann sich auch innerhalb vom Cockpit umschauen, Schulle, wenn du den rechten Stick bewegst. Ja, kann man. Das geht auch. Auch ganz cool, wenn mal Überholmanöver sind. Nach vorne, ja, Destroy ist vorne. Hat man eben gezeigt schon. 2:15.216 seine Bestzeit in der zweiten Runde, in seiner ersten heißen Runde. Ganz knapp dahinter, der Cortes mit einer 2:15.293. Dann haben wir ein bisschen Luft hier zeitentechnisch. Eine Sekunde fast auf Christian, der sich ja hier auf Platz 3 bisher einsortiert hat. Leverwurst hier auf 4. Bleiben wir da mal kurz drauf. Schauen uns die nächste Rundenzeit an von ihm. Ah, ist in der Boxenrunde, sehe ich gerade erst, weil ich wollte gerade sagen, auf welchem Streckenabschnitt ist er denn da? Ist Boxenrunde, auch nicht schlecht. Ja, Mako ist auf schneller Runde jetzt unterwegs. Mako auf schneller Runde. Was meinst du mit schnell? Lila, oder? Nee, auf seiner schnellen Runde ist er jetzt. Achso, auf seiner ersten heißen Runde, ja. Ja. Genau. Ah, tschu. Ganz genau. 8 Minuten noch Quali. Da sind wir mal gespannt, ob Destroy hier noch drankommt an, ob Cortes noch an Destroy rankommt, weil die trennt ja hier wirklich, die trennen ja gar nichts hier. Diese 0,077 Sekunden. Ist ja nur ein Hauch. Das ist ein Hauch.
Und lila Zeit hier für Cortes. Minus 0,277 Sekunden. Bleiben wir weiter drauf. Schauen wir, ob er das durchzieht hier. Eine halbe Runde hat er ja noch zu fahren. Und erhöht hier noch lila auf 3,56. Uha. Weiterhin lila. Da ist jetzt bei der Hälfte quasi. Du bist bei Marco, ne? Ich bin bei Cortes. Ich bin bei Marco gerade, mal gucken, hier seine Schnelle. Alles klar, alles klar, top. Also unten rechts der Marco und hier, wie man unschwer erkennen kann, der Cortes in der Teleperspektive. Wird aber jetzt, glaube ich, nicht so eine berauschende Zeit für den Marco. Cortes weiter lila. Bei 18, dann gehen wir mal auf die. Ich habe heute keine Tastatur dran. Ich muss hier durch hin und her schalten. So, da kommt er hier um die letzte Rechtskurve, der Cortes. Schauen wir, ob er es halten konnte, seinen lila Kurs hier. Christian fährt wieder an die Box. Ich denke, das reicht. Ja, eine neue Bestzeit hier. 2:15.101 von Cortes. Da hat er sich jetzt vor Destroy gesetzt. Der wird auch schon angefeuert hier vom Jason. Fünf Minuten nur noch. So, ich bin aber bei Gamer, der kommt auf Start. Ah ne, hört in die Box. Gamer fährt an die Box. Wie sieht's aus bei Gizzy? Ist noch in der Boxenrunde gewesen, der Gizzy. Geht jetzt auf die Schnelle. Dann gehen wir zu Rossa. Der ist in der heißen Runde unterwegs. In der dritten Runde seine persönliche Bestzeit gefahren mit 17,554. Aber bis jetzt keine Verbesserung hier im Sektor, plus 0,3 Sekunden. Hast du auch die ganze Zeit dieses Gezirpe und so von der Tierwelt hier? Nee. Wenn man's Headset. Achso, dann habe ich den Ton was lauter oder so. Ja, im Stream wird man es wahrscheinlich nicht hören, aber weil ich Headset auf laut habe, hört man die ganze Zeit dieses Gezirpe hier. Die lassen sich hier nicht ablenken von dem Motorenlärm. Die zirpen einfach weiter. So, letzte Kurve jetzt gleich hier für Rosso. Da kommt er angeflogen. Kann sich leider nicht verbessern hier in dieser Runde. Geht direkt in die Box. So, nochmal Cortes hier, der eben lila Runde gefahren ist. Reicht auch nicht, aber trotzdem wieder eine geile Zeit gefahren mit der 15.3. Destroy fährt an die Box. Christian beendet seine Boxenrunde, will nochmal eine heiße Runde hier mitnehmen, wird die letzte heiße Runde sein, dann ist die Zeit nämlich abgelaufen bald. Also langsam hat sich sortiert hier das Feld, die Platzierungen. Wobei Leverwurst, ja, kann man fast sagen, wobei Leverwurst ist auch nur ein Hauch hinter Christian mit 0,05 Sekunden. Kommt ja auch gleich über die Ziellinie. Ja, ja, bleiben wir drauf, schauen wir uns an. Ah, wird nicht reichen. Nee, leider nicht. Das war eine vergleichsweise langsame Runde. Da gab es ein Problem wahrscheinlich. So, und Gizzy kann hier ein bisschen Windschatten genießen von Dynamit. Koal. Gucken, ob ihm das bringt. Was bringt? Zeitentechnisch hier. Kann sich hier ein bisschen mitziehen lassen jetzt.
bleiben wir mal drauf hier. Ah, sehr eng beieinander alle auf jeden Fall. Also hier Platz 1 bis 6. Ja, anderthalb Sekunden. Ja. 1,482, ja. Wie gesagt, ist ja eine vergleichsweise lange Strecke hier. Das ist, ja, ist so. Über 2 Minuten. Ist schon ein bisschen was länger. Persönliche Bestzeit hier für Gizzy, der weiterhin im Windschatten ist, von Dynamit. Qual. Schauen wir mal, ob es reicht, ob er sich hier noch auf Platz 5 vorfahren kann in der Qualifikation. War noch blau, aber würde aktuell nicht reichen für eine Platzverbesserung. Nee, noch nicht, stimmt. Aber jetzt, die Kurve hat er gut gekriegt, würde ich behaupten. Mal schauen. Jetzt ist halt die Frage, ob er, ja, jetzt ist natürlich schwierig, ne, wegen Überholen und so. Das kostet natürlich auch wieder Zeit, wenn er da von der Ideallinie ab muss. Jetzt ist vorbei. Ja, schade, schade, schade. Quasi auf Zahnfleisch gefahren, aber, naja, Platz 6. Platz 6 trotzdem für ihn. Cortes steht schon am Rand, der ist zufrieden mit seiner Zeit. Destroy fährt noch. Ich stehe ja hier mit in der Box. So, haben wir jetzt hier, wie viel haben wir überhaupt in der Lobby drin? Haben wir überhaupt eine volle Lobby hier gerade? Nee, das verteilt sich auf 2 Lobbys. 10 Autos haben wir. Ah ja, alles klar. 10 Autos. Gibt, wie gesagt, noch eine Parallel-Lobby 2. Ja, Marco hat noch gar keine Zeit gesetzt, oder? Doch, eigentlich schon. Doch, hat er. Die 2,29 war da wahrscheinlich die Boxenrunde, oder? Nee, aber es ist ja 1,1 Sekunden vom Rosso Corse weg. Achso, dann war das eine gewertete Runde. Ja klar, steht ja auch als Runde 1. So, Quali Ende, alle in die Box, schreibt Gizzy. Alle in die Box. Dann wird es wahrscheinlich eine kurze Pause geben hier für die Fahrer. Können wir nochmal hier den Zeitenmonitor einblenden gerade. Bestzeit, wie gesagt, von Cortes, der 2:15.101. So, Box, 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 da schreibt das, alle rein da. Alle rein in the Box. So, Pause ist bis 8:30. 5 Minuten Pause, Freunde, dann machen wir auch kurze Pause. Ja, und holen uns noch was zu trinken. Danke dir, Patrick, für dein Abo. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Also Start um 20.30 Uhr, schon mal noch was zu trinken. Dann sehen wir uns gleich wieder zum Start. Bis gleich, Freunde.
Hallo. Da spiele ich gerade das Intro ab von den Black Lions und der Schulle muss natürlich reinquatschen. Ey, so kennt man ihn. Einmal mit Profis hier, einmal mit Profis. Huhu, hallo, 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 ich bin der Schulle, ich bin ganz lieb. Ich hab parallel geguckt und da warst du noch nicht da. Ja, ja, ich war schon da. Ja, ja. Ich war schon da. Ja, ja, ja. So, Freunde, da sind wir wieder. Man hat's unschwer bemerkt. Danke nochmal, Patrick, für dein Abo und ein Follow kam auch noch rein. Vielen Dank dafür. Ja, danke, danke. An euch alle. Danke für den Support. Und es gibt ein Event mit einem richtig geilen Scheiß. Oh ja, das lohnt sich. Ja, wir sind ja bald soweit. Kurz vor der 500. Wir hoffen, wir schaffen es noch bis September. Das wäre geil. Dann können wir da was starten im September. Ja, ich sag euch, das wird. Sind alle wieder aus dem Urlaub zurück, dann geht's hier los wieder. Ich wiederhole mich, eine Tasse ist da ein Scheißdreck gegen. Haha, der Schola hat Großes vor. So, hier versammeln sie sich gerade. Wir sind gerade da im Bild. Jeder Sekunde geht's los. Hier das erste Rennen im Beetle Cup von den Black Lions. Und da steht's. Corso hat das Finale begonnen, genau. Jetzt geht's los, Freunde hier. Jetzt geht's los im Beetle Cup. Beetle Action hier. Auf Yamigawa und Miyavi. In Japan. Konnichi. Da stehen sie alle. Eingereiht hier in der Abendsonne. 10 Fahrer am Start. Wieder los hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich schalte mich mal so mitten ins Feld, dass wir schön mal draufkriegen hier ins Bild. Habe ich denn hier diesen komischen Pfeil, den du eigentlich nur im Menü hast? Keine Ahnung, dann geh doch mal rein in den Zuschauermodus, wenn es hilft. So, Motoren heulen auf und los geht's. Jetzt ist er weg. Alle weggekommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, alle sind auf der Strecke, alles ist gut, alle rollen. Und da fliegen sie schon durch die schöne erste Linkskurve hier im Parallelflug stellenweise. Schöne Aufnahmen hier. Corso aufs Grün gekommen und einmal 180 Grad Wendung. Oh ja, da hat es ihn erwischt leider. Ich schalte aber direkt wieder nach vorne. Guck mal, was vorne los ist hier. Destroy auf 1, dicht gefolgt von Cortes, der jetzt innen hier ansetzt. Da sind sie fast parallel die beiden. Da musst du nochmal leicht zurückziehen, der Cortes. Das wäre zu eng geworden. Aber er zeigt sich weiterhin, er zeigt sich und die Funken fliegen. Und wieder parallel hier. Boah, schön eng. Schön Wahnsinn. Eng. So gefällt's dem Schulle. Wahnsinn. So, ich mach mal deine Kamera mit an, Schulle hier. Jawohl. Dein Bildchen hier mit reinwerfen. Bisschen Bild in Bild Action hier machen. Da fahren sie wie an der Perlenkette. Gehen wir mal kurz durch jetzt schauen hier. Destroy auf 1. Hart umkämpfter Platz 1 hier. Cortes auf der 2. Und oh, wieder hart innen rein hier. Wahnsinn. Die geben sich hier richtig hart, die Jungs. Wahnsinn. Adi hart. Christian auf der 3. Die Leberwurst auf 4. Der Totti auf 5. Und da kommen sie alle hier um die Kurve. Schöne Aufnahmen hier in der Teleperspektive auf der Strecke. Dynamit auf 6, Gamer auf 7. Danke dir, TechFreak, für dein Follow. Legisi auf 8, Marco auf 9 mit Frontschaden und Rosso Corso. Du hast ja gesagt, den hat es leider raus, oder er hat sich selber rausgedreht, ne? Und ist dann ja, da eingeschlagen. Ja, wir haben noch ein bisschen auf dem Grün, so sah die fast den Umblick aus. Und ja, dann einmal 180 Grad oder so, ja 360 Grad. Und ja, dann, ja. Ja, natürlich den Anschluss ist mal verloren. Aber von den Zeiten her sieht man, dass er sich da schon wieder rankriegt. Der Zeit schrumpft. Perfekt. Ja, und der Totti wird hier schon angefeuert vom Tech Freak. Platz 5 aktuell für den Totti. Oh, die ersten 5 sind so eng beieinander. Ja, 1,4 Sekunden zwischen Platz 1 bis 5. Du sagst es. Von Totti.
Und der sieht dann, kann dann hier alle vier vor sich sehen. Und jetzt geht er da vorbei an Leberwurst. Ja, wir haben es ganz leicht sehen können, gerade noch, als die Kamera umgeschwenkt ist. Platz 4 jetzt für Totti. Geht mal jetzt ins Cockpit von Leberwurst, weil dann haben wir da schön die ganze Führungsriege zu sehen. Mach das, mach das, mach das. Und vorne wird weiter gekämpft. Destroy zeigt sich immer wieder innen jetzt hier. Und Leberwurst hier auf, schon wieder auf Angriffskurs. Der ist da gar nicht mehr zu bremsen jetzt. Hat sich da gerade schon in der letzten Kurve gezeigt. Mal sehen, wann der Angriff kommt. Ja. Weil Windschatten hat er. So, Cortes konnte sich etwas absetzen. 0,7 Sekunden jetzt auf Destroy. 0,7 Sekunden. Ja, jetzt fährt Totti jetzt ein bisschen schneller, kann so ein bisschen einen kleinen Vorsprung jetzt erarbeiten. Ja. Jetzt über eine Sekunde Vorsprung. Ja, und Rosso jetzt natürlich ein bisschen abgeschlagen hier vom Feld mit 7 Sekunden, klar, aufgrund der Heckschäden und der Aufhängungsschäden an der Hinterachse. Ganz klare Sache, da muss er ein bisschen kämpfen jetzt hier mit seinem Beetle. Da kommen sie wieder über Start-Ziel gerauscht. Dritte Runde jetzt fertig. Eine 2.15 hier von Cortes. Dann gehen wir mal beim Totti ins Cockpit. Da sehen wir mehr, was vorne los ist. Da sehen wir das Treppchen davor. Ja, ich habe ihn in der Teleperspektive mal drin hier, den Totti. 1,2 Sekunden nach vorne, 1,4 nach hinten. Den Abstand kann er noch halten mit den 0,7 Sekunden hier vorne auf Platz 1. Ja, das ist weiterhin eng. Wo jetzt Totti so ein bisschen abreißen lässt, bin ich der Meinung. Ich gehe mal kurz ins Cockpit hier von Destroy, Platz 2. Schauen wir mal ein Stück hier bei ihm mit hier aus seiner Perspektive hier. P2, wie gesagt, eine Sekunde hat er jetzt auf Cortes. Also Cortes baut weiter aus hier den Abstand. Und die Kurven hier sind wirklich Reifenfresser. Wir sehen es auch hier schon langsam, wie es sich andeutet an der Vorderachse. Das könnte hier eine Materialschlacht geben. Ja, wir haben immer noch 43 Minuten jetzt. Ja. Das da könnte... Nur einen Boxenstopp sehen. Nee, glaube ich auch nicht. Sie fahren hier auf super Weichreifen, wie man sehen kann, super soft. Und ich, Totti, hat er verkürzt? Ich meine schon, oder? Wir waren eben bei über einer Sekunde, jetzt schwankt die Uhr wieder ein bisschen. Ist fast gleich. Ist fast gleich, ne? Es wechselt immer so, je nach Sektor. Ich guck mal, was weiter hinten los ist. Platz 5 Leberwurst. 6 der Gizzy hat hier den Dynamit Koal hinter sich. Ja, wir haben jetzt hier ein schönes hinteres Mittelfeld. Ab Platz 9 bis Platz 7, 6 so. Ja, Mako habe ich gerade hier im Bild. Da ist auch ein schönes Trio. Ein Dreierfeld, was sich hier vielleicht gleich komprimieren könnte in den nächsten Kurven. Und da kommt er mit ordentlich Schwung angeflogen, der Mako. Kommt etwas weit raus, ist aber nicht schlimm. Die Fahrbahn ist ja hier, die Strecke ist breit genug. Das ist das Schöne an der Strecke. Da kann man richtig schön Schwung mitnehmen hier in den schnellen Kurven. Und Gamer for Life scheint hier etwas auf Mako zu verkürzen. 0,5 Sekunden nur noch. Da kannst du mal beim Gamer Onboard reinschauen, wenn du möchtest, Schulle, auf Platz 8. Ah, bist du schon. Perfekt, perfekt. Ah, na hallo.
perfekte Regie hier, danke dir. Ja, stimmt. Da muss man ja gar nichts sagen, das geht von selbst. So schaut's aus. So muss das sein. Jiggy-Maus. Jiggy-Maus, oh mein Gott. OMG. OMG, ja. Und immer noch das Trio hier. Bleiben wir noch mal ein bisschen drauf hier bei den Dreien. Wir sehen ja oben rechts an der Karte, dass Cortes weiter noch einen moderaten Abstand hat auf Destroy. Und Mako kommt immer näher jetzt hier an Dynamit ran. Ja, halbe Sekunde nur noch. Dynamite. Dynamite. Klingt besser als Dynamit. Ja, und ja, Gamer for Life hier bleibt bei einer halben Sekunde. Hast du jetzt Gamer for Night gesagt? For Life. For Life. Gamer for Night bin ich ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Was ist da los? Was ist zwischen Platz 3 und 4 eigentlich? Ja, da geht's noch. 1,5 Sekunden. Also engste Feld jetzt hier bei Dynamite, Mako und Gamer for Life. Deswegen bleiben wir hier in der Konstellation erstmal. Jetzt kommt er ran, jetzt kommt der Gamer for Life ran. Ja. Ja, jetzt wird's eng, jetzt wird's haarig. Jetzt wird's spannend. Und ja, jetzt Windschatten. Der Mako kommt ein bisschen besser aus der Kurven raus. Ja. Hat man gerade deutlich gesehen, dass er da beim Rausbeschleunigen flotter rauskam. Ja, das war auch wichtig vor Startziel, dass sein Kontrahent hinter ihm, der Gamer, nicht allzu viel Windschatten mitnehmen kann von ihm. Richtig. Aber er ist trotzdem weiterhin da und er verkürzt jetzt hier, der Dynamite, auf Mako. Ah, die Strecke macht Bock. Ich find's sie geil. Ja. Schnelle Kurven. Also, ich glaube, ich bin die letzte Mal gefahren, wo wir noch im Alpha unterwegs waren. Oh, das ist lange her. In der Night Shift League, wo wir beide noch aktiv waren. Ja. Das ist schon ein paar Monate her, wenn nicht sogar über ein halbes Jahr. Ja, das ist, glaube ich, schon fast ein Jahr jetzt. Fast ein Jahr sogar schon, okay. Ja, stimmt, war im Sommer, ja. Ja, war im Sommer. Und da hatte ich mächtig Probleme in der vorletzten Kurve vor Startziel. Da hattest du diese Schikane. Ja, ja. Und beim Anbremsen, da habe ich immer sehr schnell den Heck verloren. Also ja. War echt haarig die Kurve. Also man konnte dort nur bremsen wirklich mit einem gerade stehenden Lenkrad, ansonsten ist man abgeflogen. Ich denke mal, es wird nicht anders sein hier im Beetle. Oh, wer kommt denn da raus? Wer war das gerade? Totti? Ja, ich glaube Totti, ne? Mit dem. Ja. Oh, mit Fahrzeugschäden. Ich gehe mal in die Replay rein hier beim Totti. Ja. Onboard. Mal kurz reingucken hier in die Wiederholung. Oder war er zu spät auf der Bremse und hat noch die Kollision gehabt? Ja, viel zu spät. Windschatten unterschätzt. Windschatten-Schwung gehabt und dann hat's gekracht da für ihn. Wer war jetzt eben vor ihm? Ich habe gar nicht auf den Namen geachtet. Der wird wahrscheinlich einen Heckschaden haben. Ja, der war ja relativ. Warte mal, der muss Platz 4 sein. Ja, Platz 4 hat Frontschaden und Aufhängungsschaden vorne rechts. Ah, das passt aber nicht, ne? Oh, guck dir die Reifen an, die fangen jetzt an zu leiden hier. Oh ja. Erster Boxenstopp, Christian. Und immer noch dieses schöne Trio hier. Und wir dürfen nicht vergessen, Mako hat Frontschaden. Mako war gerade beim Angreifen. Und Mako hat den Frontschaden. Zusätzlich. Den hat er aber schon die ganze Zeit. Aber er kommt damit zurecht. Trotz Handicap vorbei. Das war knapp jetzt. Jetzt kam Dynamite hier ganz knapp vor Gamer for Life rübergezogen. Also da hätte es fast geknallt gehabt. Ich guck mal, ob ich das noch einfangen kann in der Wiederholung. Wir sind nochmal in der Replay bei Dynamite. Gucken, ob es die Kameras hergibt. Ja, nicht ganz. Können wir nicht ganz sehen. Ist ein bisschen die Leitplanke im Weg. Aber war echt knapp gewesen. Also da hat Viel gefehlt. Und jetzt aber hier Gamer for Life an Dynamite dran. Ja, zeigt sich hier schon mal in. Verbremser von Dynamite. Oh ja. Jetzt könnte Gamer innen vorbeiziehen, vielleicht. Nee, nicht ganz. Hat nicht gereicht. Ich glaube, da ist er auch ein bisschen vom Gasse gegangen. Nicht, dass da noch was in der Kurve passiert. Damit nichts passiert, ne? Falls er versehentlich zumacht oder so, ne?
Richtig. Man sieht ja nicht immer alles hier, wenn es so schnell geht. Der kann sich da direkt absetzen. Der setzt sich ab. Sehen kann. Trotz Fahrzeugschaden. Aber der Gamer for Life ist heiß, der knabbert hier weiter am Dynamite. Der probiert's weiter. Der probiert's weiter, lässt sich nicht abschütteln. Im Gegenteil, er setzt wieder an, er nutzt Windschatten. Mal gucken jetzt gleich. Auf der nächsten längeren Geraden vielleicht. Ja, man sieht, der fährt unterschiedlichen die Kurven an. Wenn man jetzt Marco noch davor sieht, ja. Fährt eine andere Kurve auf jeden Fall. Also einen anderen Stil da in die Kurve reinzustechen. Auf jeden Fall interessant. Und er zeigt sich auch immer. Ja, jetzt auch schon wieder. Oh, und ja. Jetzt kann er, glaube ich, innen vorbeiziehen, ja? Da oder? Auf der Bremse, sonst hätte es ihn wahrscheinlich rausgetragen oder der kam. Und dadurch Gamer for Life an Dynamite vorbei. Da ist er durch. Ich versuche das auch nochmal einzufangen. Gucken, ob ich nicht zu spät dran bin hier. Ja, da kam man zu weit auf den Körb. Ah ja, hier kann man es nochmal sehen. Zack, vorbei. Sicherheitshalber nämlich vom Gas gegangen. Ja, konnte man nochmal sehen. Schauen wir doch mal schnell nach vorne. Oh, Cortes setzt sich hier ordentlich ab. 4,4 Sekunden hat der Abstand hier auf den Destroy. Und schaut euch die Reifen an, Freunde. Wir haben es gesagt, Yamigawa Miyabi ist hier eine Reifenfresserstrecke. Auf jeden Fall diese ganzen schnellen Kurven. Und wir sehen es hier. Wahnsinn. Nur noch 50% an der Vorderachse vorne rechts hier. Ja, aber die ersten drei haben sich da schon ordentlich abgesetzt. Oh ja. Und Mako führt hier sozusagen das vordere Mittelfeld an. Mit Frontschaden. Das dumme Mako ist vom letzten Platz gestartet und hat sich hier ordentlich vorgearbeitet. Da bin ich gespannt, was das nachher macht, wenn er sein Fahrzeug repariert hat. Schauen wir mal. Ja, schon Boxenstopp zu sehen. Man sieht aber bei Mako die Reifen, also er ballert nicht so die Reifen wie die anderen. Hat deutlich weniger Reifenverschleiß jetzt im Vergleich zu Platz 1 oder 2, ne? Spricht für ein ausgewogenes Setup. Das merkt man, ne? Oh, Positionswechsel, ne? Weil er die Kurve nicht so ordentlich gekriegt hat. Vielleicht hat er den Stream auch bei an und. Ich versuch's nochmal einzufangen. Ist abgedenkt von uns. Ich schau's mir nochmal an in der Wiederholung hier. Ja, da sehen wir's. Gamer schön weit innen gewesen und kann ja, hier den Mako. Da war er zu früh auf dem Gas. Decker ausgegangen, muss da nachkorrigieren und den Gamer for Life. Vorbei. Ja, man darf halt den Spoiler vorne nicht vergessen, ne? Ist in der Haus. Toni, wo bist du? Dein Pedal ist kaputt, haben wir gehört. Schade, wir haben uns schon gefreut, dass wir mal hier einen Stream haben, wo du mitfährst. Schade, 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 Toni. Aber wir haben schon gehört, was los ist. Unglaublich. Pack ein den Scheiß, schick rüber zu mir. Schon repariert. Und behält's danach. Ihr braucht ja repariert und behält. So, schauen wir nochmal weiter nach hinten hier. Christian und De Leverwurst jetzt hier im Parallelflug. Platz 7 und 8 hier. Schöne Zweikämpfe hier im Beetle Cup von den Black Lines. Schöne Zweikämpfe, die wir hier sehen dürfen am heutigen Abend. Destroy übrigens an der Box. Ach, hat direkt neue geholt. Läuft beim Toni. Zack, zack, zack. Neu ist treu. Zack, zack, zack. Und jetzt hier Zweikampf auf Start-Ziel, Schulle, Windschatten. Ja, ich bin bei Christian in der Cockpit-Perspektive. Sehr schön. Und da ist er innen, und zieht vorbei an der Leberwurst. Zack, sind wir bei der Leberwurst drin hier. Aber der lässt sie die abschütteln, direkt der Konter jetzt. Wahnsinn. Vorsichtig da, kann man auch mal gerne das Heck verlieren an den Schikanen. Das sind Hochgeschwindigkeitsduelle hier. Bei über 230 km/h. Ja, jetzt ist er aber ab. Was heißt abreißen, aber da kann sich der Christian jetzt absetzen. Und hat den Mako da schon im Blick. Auf Platz 5. Aber Mako, wie gesagt, mit Schaden unterwegs, aber wenn man so guckt hier, Leberwursch hier, der hat. Der war schon mal in der Box, der hat bestimmt schon Reifen gewechselt. Und wenn wir dann auf den Mako ruf switchen, den seine Reifen sind ein bisschen schlechter, aber der war noch nicht in der Box, meiner Meinung nach. Wahnsinn, also das Setup ist ein echt rundes Setup, was er da hat. Vielleicht nicht, um die besten Rundenzeiten zu ballern, aber
für die Boxenstrategie, glaube ich, hat der Mako hier mit die besten Karten. Ja, den Schaden hat er ja von Anfang an der Front von seinem Fahrzeug. Ja, also kann er locker noch eine Sekunde schneller fahren. Also denke auch. 16, 2,18 kann er konstant ballern, wenn der Schaden nicht da ist. Ja. Ja, wird schon spannend. Also ich denke mal in Sachen Strategie, auch wenn er nicht der Schnellste hier gerade ist, aber in Sachen Strategie kann er da vorne nochmal wahrscheinlich mitmischen. Also richtig vorne Richtung Treppchen. Wir sind gespannt. Also mal meine Einschätzung, einfach mal meine Inkompetente. Deine Inkompetente? Das hast Toni, du gesagt. Toni schreibt gerade, Marco fährt mit seinem Setup. Ja, Toni, super Setup auf jeden Fall. Ein Reifenflüsterer Setup. Geile Sache. So, Cortes ist an der Box. Gizzy fährt noch weiter durch. Dadurch jetzt Platz 1 für ihn. Aber wird auch gleich hier ordentlich mit den Reifen an der Vorderachse zu kämpfen haben. Ihr seht es, 50% nur noch vorne rechts drauf. Und Destroy wieder auf der Strecke jetzt auf P2. Gamer auf 3 hat hier den Cortes jetzt im Gepäck. Zack, da ist er vorbei. Zack, genau, du sagst es und weg war er. Mit den frischen Reifen jetzt. Gamer ja, hat kein noch. Problem natürlich, ne? Also, du hast frische Reifen. Die Karre klebt jetzt auf dem Asphalt. Und dadurch hast du natürlich einen ordentlichen Vorteil. Aber am Ende wird abgerechnet. So sieht's aus, Scholle. So sieht's aus. Und wer sich da die bessere Taktik zurechtgeschnitzelt hat und das Reifenflüsterer-Setup. Das Reifenflüsterer-Setup, genau. Ja, Gizzy hat jetzt Destroy und Cortes hinter sich, die natürlich frisch bereift aus der Box gekommen sind. Das heißt, bei Gizzy wird jetzt auch wahrscheinlich gleich der Boxenstopp stattfinden müssen. Vom Sprit okay, aber Reifen, wie gesagt, nicht mehr. Aber wenn man mal jetzt so grob auf die Karte oben rechts guckt, wie eng die eigentlich alle noch beisammen sind, schon eine geile Sache. Auf jeden Fall. Wird spannend. Ja, hier sieht man bei Gamer for Life gerade, wie viel er in der Kurve mit dem Gas spielen muss, weil die Reifen einfach, er kann sonst nicht innen bleiben und er muss ein bisschen vom Gas gehen, dass er innen bleibt, ansonsten würde die zu weit raustreiben durch mangelnden Grip. Ja. Schön zu beobachten auf jeden Fall und davor Cortes immer weiter wegziehen kann, weil der keine Probleme hat, innen zu bleiben in den Kurven. Und die Bestzeit weiterhin von Cortes mit der 2:15.095. Die ist er in der zweiten Runde direkt gefahren. Direkt? Oh ja, mit quasi noch vollen Tank. Ja. So, Gizzy fährt rein. Gizzy an der Box. Ja. Gamer for Life fährt auch rein. Mako jetzt hier. Mako auch, oder? Ja. Mako fährt rein, ja. Mal gucken wir mal. Ich bleib mal auf Mako hier während des Boxenstops. Gucken, wie lange das Ganze so dauert. Mit der Reparatur. Da ist er. Totti jetzt vorbei über Box. Ja, 29 Minuten noch. 29 Minuten noch. Stimmt, da ist Schulles Cam drüber. Ja, hier kannst du nochmal sehen. Zack. 28 Minuten, 40 Sekunden Restzeit. Und Mako dadurch jetzt 10. durch seinen Boxenstopp. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber wie gesagt, die waren ja alle relativ eng zusammen. Und jetzt muss ich hier Mako wieder nach vorne durchkämpfen. Und wieder total Schaden Mako. Total Schaden bei Mako. Was war denn da jetzt los? Ich bin in der Replay. Und Mako hat die Lobby verlassen. Oh, das Lenkrad steht auch schief in der Replay. Ja. Da ist irgendein Disconnect gewesen, der Grund. Oder vielleicht auch das Lenkrad oder so, weil das steht hier komplett schief die ganze Zeit. Ja, ja. In der Replay. Keine Reaktion im Lenkrad. Und vor dem Einschlag, ne? Ja, vor dem Einschlag war das schon schräg. Ja, ja. Schade, schade. Das ist ärgerlich, Mako. Was ist passiert? Disconnect oder was ist passiert, Mako? Du hörst ja wahrscheinlich, hast ja vielleicht den Stream noch laufen. Schade, schade, schade. Jetzt waren wir so gespannt bei ihm, wo es so gut doch lief. Also 9 Fahrer, 9 Fahrzeuge noch auf der Strecke.
Da wird er ins Lenkrad beißen, der arme Mako. Vielleicht schreibt er gleich, was passiert ist. Ja, schade. Ich habe ja gehofft, dass denn seine Boxenstrategie aufgeht, so richtig aufgeht. Das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Ja. Das noch zu sehen. So, haben wir noch zwei Kämpfe? Ja, hier, Rosso und Gizzy. Rosso und Gizzy. Und da geht er vorbei. Da geht er vorbei, überhaupt. War gerade so einfach aus. Ich habe rübergeschalten, also einfach mal direkt vorbei. Naja, Rosso hat ein bisschen Platz gelassen. Gizzy deutlich bessere Reifen. Okay. Da hat er Platz gelassen hier. Deinem Teamkollegen. Ja, fahren ja auch dieselbe Lackierung. Macht aber auch direkt Boden gut, ne? Ja, wie gesagt, der hat die frischen Reifen drauf und Rosso muss in die Box. Fährt jetzt auch. Ah, dadurch Leberwurst da. Ja, auf 6 hier, auf Platz 6. Kein guter Start für die Midnight Crew, schreibt Tony. Ja, das ist natürlich bitter. Ärgerlich, ärgerlich. Schalten wir mal nach hinten hier. Dynamit Koal und X-Gamer 0,7 Sekunden zwischen Platz 7 und 8. Ja, aber Leberwurst jetzt holt so ein bisschen auf Gizzy auf, ne? Ja, ich weiß nicht. Bin jetzt gerade bei Dynamit und Gamer. Ach, einer fehlt komplett und der andere hat Disconnect. Ja, das ist ärgerlich. Ja. Ausbeute gleich 0 heute. Ausbeute 0. Schade, schade, schade. So, Gamer nähert sich hier langsam an Dynamit an. Halbe Sekunde nur noch. Platz 7 und 8. Bleibt aber konstant, ne? Zwischen 8 und 7, zwischen Gamer for Life und Dynamite. Ja, die halbe Sekunde bleibt. Es schwankt immer so zwischen 0,5 und 0,7. Ja. Gamer for Life hat aber die etwas besseren Reifen. Ja, wahrscheinlich Dynamite etwas bessere eingestellte Getriebe. Weil er Kurvenausgang meistens immer so ein bisschen wegkommen kann. Aber jetzt Startziel. Super rausgekommen aus der Kurve, direkt Windschatten und perfekte Ausgangslage. Ab, ja. Und da zeigt er sich innen, der Gamer. Ja, aber er ist noch nicht vorbei. Doch, jetzt hat er's, oder? Jetzt hat er's, aber mal gucken, ob der Gegenangriff kommt, weil die sind beide noch nebeneinander. Doch, schafft er. Kann sich knapp davor setzen. Der Gamer vor den Dynamite. Ja, da hat er den Körper links zu stark mitgenommen gerade, der Gamer von Leib. Geh mal rüber auf Dynamite. Das sind die schöneren Bilder, wenn wir da was davor sehen. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. So, und wieder fast parallel hier. Ah, die geben sich's hier richtig. Oh ja, oh ja. Aber wie gesagt, Gamer hat etwas bessere Reifen. Mal gucken, ob er das auch wirklich nutzen kann hier, um sich abzusetzen. Um sich den Dynamite muss hier vom Leib zu halten. Taktisch muss er sich absetzen. Ansonsten bringt das alles nichts, wenn er davor... wie gesagt, wahrscheinlich der Dynamite einen Stopp vielleicht weniger machen muss, ja. Und blitzt nichts. Aber auf der Bremse kommt hier Dynamite immer echt gut ran. Kommt nochmal nah dran, immer, ne? Ja. Kleiner Quersteher gerade. Ja, das hat gekostet hier. Rosso Corse auf Platz 9 mit
22 Sekunden Abstand, 21,5 auf Dynamite. Leo, gerade hier, Dynamite hat Traktion an. Aber Gamer for Life auch. Also die kämpfen hier Sachen Fahrhilfen mit denselben Waffen. Okay. Schau mal nach vorne. Wird's denn oh. Nicht sein? Oh, hier ja. Vorne wird's aber auch wieder knapp. Destroy und Cortez, 0,3 Sekunden. Bei Cortez im Cockpit direkt. Platz 1 und 2. Und Cortez hat die besseren Reifen. Cortez hat das bessere Profil. Was heißt Profil? Er hat den besseren Reifenzustand. Ja, und jetzt wird's hier knapp. Jetzt zeigt er sich hier innen, aber Destroy oh. Zeigt in die kalte Schulter. Stoßstange an Stoßstange. Und da saugt er sich wieder ran. Und zeigt sich wieder. Und diesmal auf der Bremse der Sieger. Ja, klar, er hat mehr Grip. Guck mal, er wehrt sich. Ja, geht noch. Macht sich hier mein Freund so nicht. So nicht hier. Und jetzt wieder innen, oder? Oder? Nein, nicht. Reicht geile nicht Bilder. Aus. Geile Bilder von den beiden hier. Und da zeigt er sich wieder. Jetzt haben wir. Ja, da musste Cortez ein bisschen zurückziehen. Ansonsten wäre da eine Kollision wahrscheinlich gewesen. Aber die machen beide richtig geil. Sauber und fair. Geile Parallelflüge hier durch die Kurven. Und jetzt der nächste Parallelflug. Geil. Wahnsinn. Ah, das hältst du irgendwie lange aus, ja. Da müssen sie sich jetzt. Das ist allerhöchste Konzentration angesagt hier. Und 24 Sekunden Abstand haben sie auf Platz 3. Wahnsinn. Kann auch wegen unterschiedlichen Boxenstrategien sein, aber ja, das ist klar. Die Momentaufnahme. Destroy. Bar oder hat nicht so viel nachgetankt, aber. Auf jeden Fall müssen sie beide so oder so nochmal rein in die Box. Das halten die Reifen nicht aus. Aber er bleibt noch weiter draußen, der Destroy. 50% nur noch vorne rechts. Warum nicht? Ja. So lange kann er den Schatten naschen. Definitiv. Oh, jetzt kommt er aber sehr weit raus, der Destroy. Oh, ja. Und da kommt der Schlenker. Er kann noch abfangen. Das kostet jetzt natürlich nochmal ein bisschen Reifen. Und richtig Zeit, weil er jetzt hier mitten drehen muss auf der Strecke. Das hat jetzt ordentlich gekostet. Schade. Das hat ordentlich Zeit gekostet. Das hat 12, 13 Sekunden gekostet. Schade. Guck mal hier ein bisschen durch. Ja, aktuell aber auch keine engen Zweikämpfe. Ne, Feld hat sich jetzt entzerrt hier nach den 30 Minuten. Sind ja nur noch 19 Minuten zu fahren. Leverwurst 3, Gizzy auf 4. Gamer for Life auf der 5. Dynamite Koal auf 6. Der Christian SLR auf 7. Der Totti auf der 8. Und Rossekurse auf 9. Ja, leider nur 9 Fahrzeuge jetzt am Start hier. Durch den Disconnect von Mako. Ja. Trotzdem hatten wir gerade schöne Bilder, spannende Bilder. Auf jeden Fall. Bis Destroy da leider kurz mal die Kontrolle über den Beetle verloren hatte. Ja, das bedeutet dann so ein kleines Aufatmen hier für den Cortez. Auch wenn man es keinem wünscht, aber es ist ja so, wenn man gerade in der Situation ist. Richtig. Tun jetzt die 15 Sekunden Abstand wieder dem Fahrer ein bisschen gut. Kann nochmal durchatmen. So, ich gehe auch nochmal ganz kurz durchatmen und bin gleich wieder da. Alles klar. Ja, da haben wir nochmal den Destroy. Zum Glück hat er sich keine Fahrzeugschäden eingehandelt. Aber ich denke mal, er wird jetzt reinfahren. Tankuhr blinkt und Reifen sind wirklich Maggi vorne. Macht er auch. Dann kommt jetzt hier Leverwurst ums Eck hier.
Und wird jetzt dadurch über die Box erstmal Platz 2 holen hier in dem Fall. Danke dir Allround Gamer TV für deinen Follow. Vielen Dank dafür. Gizzy jetzt auf Platz 3 über Box. Dann kommt Gamer for Life angeflogen. Destroy steht noch, fährt gerade raus. Wird sich jetzt hier vor Christian noch einordnen können. Da ist der Abstand groß genug, auf jeden Fall. Da hat er Luft. Also Christian 6, Totti 7, Rossi jetzt auf 8. Dynamite steht an der Box. Wird wohl der letzte Stop sein hier. Es sind ja nur noch 16 Minuten zu fahren. Hi Monkey Twitch, grüß dich. Und da hat er jetzt ordentlich Abstand hier, der Cortes auf Platz 2. Wie gesagt, Feld hat sich entzerrt. Die ersten 30 Minuten waren wirklich von Action geprägt, aber jetzt sind die Stops wieder gewesen und leider der Dreher vorhin. Dadurch hat sich jetzt wieder etwas entzerrt hier. Destroyer, wie gesagt, war auch an der Box, Platz 5 für ihn. Schauen wir mal, ob es hier noch Positionswechsel gibt in den letzten 15 Minuten. Wir haben jetzt wirklich komplett unterschiedliche Boxenstrategien gesehen, wie man es anhand allein vom Reifenverschleiß der unterschiedlichen Fahrzeuge erkennen kann. Also immer wieder interessant, je nachdem, was man sich hier überlegt hat, wie ich das Rennen hier absolviere. Und Cortes beendet gerade hier die 16. Runde. Und noch 15 Minuten restliche Zeit. Da unten rechts könnt ihr das nochmal sehen, Freunde. 15 Minuten nur noch hier. Leverwurst fährt jetzt auch an die Box. Letzter Stop wahrscheinlich. Planmäßig zumindest. Dadurch jetzt gehe ich erstmal auf Platz 2, Gamer Teddy 3, Überstartziel jetzt hier. Auch gerade die 16. Runde voll gemacht. Und da kommt Christian jetzt auch Überstartziel. Leverwurst fährt, glaube ich, gerade raus. Ja, da konnte man ihn aufholen hören, den Motor von seinem Beetle. Jetzt hier frisch bereift auf der Strecke. Schauen wir mal, ob er auf Christian etwas Zeit gut machen kann. Hat er jetzt natürlich die besseren Reifen hier. Die nagelneuen Reifen drauf. 2,3 Sekunden trennen hier die beiden, Platz 5 und 6. Und Zeit schrumpft. Die Zeit schrumpft. 0,3 Sekunden hier geholt im Sektor. Da fliegen die Funken. 1,8 nur noch. 1,6. Jetzt geht's ab. Hier bahnt sich der nächste Zweikampf an. Schauen wir rein hier ins Cockpit. Von Platz 6 mit Blick auf Christian. Und du kommst genau richtig, Schulle. Der nächste Zweikampf bahnt sich jetzt hier gleich an zwischen Platz 5 und Platz 6. Jo, bin ich drauf. Und übrigens, er heißt Gamer for Life und nicht Gamer Teddy. Ja. Habe ich Gamer Teddy gesagt? Ja, hast du gesagt. Oh, sorry. Gamer Teddy gibt's auch. Und die Monkeys sind auch in der Haus. Grüßt euch. Jo, da sind sie. IP Monkey habe ich schon begrüßt. Und nochmal Gruß an den Rest, der hier zuschaut. So, und jetzt geht's hier weiter. Der Abstand verringert sich kontinuierlich, wie ich gerade sagte, zwischen 5 und 6. Christian und Leverwurst. Ich nehme jetzt mal die Heckflügelperspektive hier von Christian mit Blick auf Platz 6. Okay, machen wir das. Wenn du so machst, mache ich so. Ja, kann man auch mal machen.
haben wir mal beim Schulle die Teleperspektive. Und Gizzy und Gamer for Life, jetzt habe ich es richtig gesagt, an der Box. Ja, kommt da direkt hinter den beiden. Oh ja, oh ja. Raus. Also oh ja. Zum Dreikampf hier Richtung Finale. Oh ja. Entwickeln. Geile Sache, geile Sache. Das freut uns. Nochmal richtig Action jetzt hier zum Schluss. 12 Minuten nur noch. Volle Pulle Action. 6 Runden ungefähr. Und Leverwurst ist dran. 0,2 Sekunden nur noch. Ja. An Christian. Hier Richtung Treppchen blickt er schon. Da greift er an. Da der zeigt Schubert, er sich jetzt in. Außen war es. Außen. Außen. Versucht er vorbeizukommen, aber. Hallo Deine, grüß dich. Gruß zurück. Grüße dich. Vorbei. Was ist dahinter los? Gizzy. Gizzy ist ja jetzt auch am Start hier. Nach seinem Boxenstopp. Oh, er kommt ran und wir haben hier gleich einen Dreikampf. Das wollen wir sehen. Racing, das wollen wir haben. Action, Zweikampf. So, dann gehe ich einfach mal beim Gizzy ins Cockpit. Ja, mach das, mach das, mach das. Ich schau mal hier von Platz 3 nach hinten. Da sieht man nämlich auch ganz schön den Zweikampf zwischen Platz 4 und 5. Da kommt da jetzt der Gizzy richtig nah ran an Christian. Kann da ordentlich Druck ausüben. So, 10 Minuten noch. 18 Runden gerade voll gemacht hier. Und Gizzy ist da, der lässt sich hier bei weitem nicht abschütteln. Nein, der ist da voll auf Angriffsmodus. Hat ja auch die besseren Reifen drauf. Kam ja eben erst frisch aus der Box gerauscht. Ja, links ganz schön weit rüber, aber hat gepasst. Und jetzt saugt er sich ran. Zeigt sich. Und. Oh ja. Innen vorbei. Innen vorbei an Christian. Ja, da wird die Linie ja nicht mehr so groß sein, wenn man sich die Reifen anschaut. Schau doch mal, derweil nach vorne, Cortes auf 1 hier mit 19 Sekunden Abstand auf den Destroy, der auf Platz 2 unterwegs ist. Dann haben wir 7,3 Sekunden Abstand auf Leverwurst hier auf Platz 3. Gizzy auf 4, die Konstellation hatten wir ja gerade die ganze Zeit im Bild. Christian auf 5, Gamer for Life auf der 6. Der Totti auf 7. Rosso Corse auf 8 und auf der 9 der Dynamit Koal. Da kommt ein Foto rein. Danke dir, Simply Gibson. Danke dir. 4,93 jetzt, Leute. Nicht mehr viel. Ne? Und dann. Dann kommt die 500 Follow-Party bald, ne? Oh ja, mit fetten Sachen. Vielen Dank, Freunde. Auf jeden Fall ein heißes Rennen hier, der Beetle Cup. Nur 9 Fahrzeuge auf der Strecke und weil ist die Strecke so groß, aber trotzdem geile, geile Fights hier die ganze Zeit. Auf jeden Fall. Und auch verhältnismäßig nach der Zeit echt eng beisammen. Wenn ich mir jetzt ausmale, wenn wir jetzt noch 4 Autos mehr gehabt hätten. Oh ja. Oh ja. Volle Lobby, 14 Fahrzeuge. Da wüsstest du schon wieder gar nicht, wo du hinschalten sollst hier. Wahrscheinlich. So, schauen wir mal, ob Gamer Teddy weiterhin verkürzt auf Christian. Wie sieht's reifentechnisch aus? Hier einmal Christian und Gamer. Ich habe schon wieder Gamer Teddy gesagt, verdammt. Gamer for Life. Ja, ja. Gamer for Life. Und er verkürzt 0,4 Sekunden nur noch auf Christian. Nächster Zweikampf.
Christian wird durch seine Reifen jetzt einfach mal durchgereicht. Leider ja. Der Pi. Wenn du die 500 Euro sponsorst, können wir das gerne machen, Pi. Gar kein Thema. Kein Thema. Und jetzt innen vorbei hier. Innen vorbei. Mako hatte wahrscheinlich einen Disconnect oder sowas. Ah, okay. Weil Pi gerade ja fragt, warum ist Mako? Also Mako hatte den Unfall und dabei sehen, vor dem Unfall stand schon der Lenkrad einfach quer. Ja, das stand quer, das stand schief. Ah, ist irgendwas schief hier. Da werden sie nochmal angefeuert hier. Black Lions schreibt Gitti. Schönes Event auf jeden Fall, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ja, schön mit dem Beetle haben wir auch selten. Ja, das stimmt, den sieht man selten. Sieht man relativ selten. Damals hat man sehr oft gesehen oder häufig. Und ja, jetzt haben wir hier mal einen Beetle Cup. Auf jeden Fall eine geile Sache. Na, vielleicht haben sie sich genau deswegen gesagt, packen wir den Beetle mal wieder aus hier. Ja, richtig. Für so ein Event. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Der Pi immer mit seinen Titten. Unglaublich. Ja, siehst du? Der steht auf Männerbrüste. Ja. Haarig. Auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Pi, der kleine Lümmel. Ja, und Gizzy verkürzt ja aber auch auf Leverwurst. Mal gucken, ob wir da jetzt in den nächsten 5 Minuten da nochmal einen Angriff aufs Treppchen sehen. Schauen wir mal, schauen wir mal. Guck mal, Banky sagt auch, er legt auch noch einen Fünfer dazu. Ja? Also wenn jetzt noch einer schreibt, dann legt einen Fünfer dazu, dann macht der Jig bestimmt. Dann machst du das. Warte, du! Jetzt meine Kamera ist gerade kaputt gegangen. Ja, ja, zufälligerweise. Zufälligerweise. Ihr Lustmolche. Oh ja. 5 Minuten nur noch hier. Das ging ratzfatz. 5 Minuten nur noch. Totti ist nochmal in der Box. Totti nochmal in der Box. Und wir haben eine neue Bestzeit hier von Cortes. Da hat er sie gesetzt. Die 2 Minuten 14,589 in der 19. Oh, Runde. Da denkt man, man macht entspannt als Führer. Ja, wenn man von wegen. Nein, na, mach ich nochmal eine Bestzeit hier hin in meinem Beetle. Wahnsinn. 22 Sekunden. Mal, wo der Frosch die Locken hat. Ja, da will er nochmal ein Zeichen setzen hier. Gegen Ende des Rennens hier. Und wie gesagt, 23 Sekunden hat er Abstand. Da legt er nur einen drauf. Unglaublich. Da will einer einen Pokal gewinnen, ne? Wir haben es ja eben gezeigt. Ja, die Pokale, die hier von den Black Lions gesponsert worden sind. Vor dem Rennen haben wir so nochmal eingeblendet, das Foto, was sie auf ihrer Facebook-Seite gepostet haben. Eine schöne Homepage haben sie übrigens auch, black-lions.de, war ich vorhin mal drauf, gut gemacht. Da werden auch die Fahrer des Teams nochmal vorgestellt, mit Fotos und so weiter und so fort. Sehr schön. Und dann gibt es noch weitere Sachpreise, die gesponsert sind von Donut Racing. Also gibt ordentlich was zu gewinnen hier im Beetle Cup. Ja, ist noch nicht ganz fertig, okay, aber sieht auf jeden Fall schon geil aus. Auch mit den Fahrervorstellungen und so fand ich auch eine gute Sache. Dass man auch mal so die Leute sieht, die so dahinter sitzen. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, ist immer schön zu sehen, ne? Und geht sie verkürzt weiterhin, ne? Wir waren eben bei 2 Sekunden, jetzt sind wir nur noch bei 1,5 Sekunden. Bahnt sich da noch ein Kampf ums Treppchen an hier? Das sieht so aus. Das könnte so sein. Der Gizzy ist heiß, der will aufs Treppchen heute Abend. Der will da drauf. Gerade nochmal persönliche Bestzeit gefahren, der Gizzy. Er ist heiß, er will jetzt. Der ist jetzt im Modus. Richtig, voll auf Attack. Ja. Und Abstand schrumpft wieder etwas. Zwei Runden haben wir noch, wenn ich es richtig sehe, ne? 3 Minuten Restzeit, ja, kommt hier, 2 Runden, diese und die nächste noch. Na ja. Ja, müsste noch, genau, müsste noch 2 Runden werden. Genau so ist es. Das könnte vielleicht in der letzten Runde, ab so gegen Ende der letzten Runde, vielleicht nochmal knapp werden, wenn er die Pace hier weiterfährt. Ja. Schauen wir mal, noch schwankt etwas, 1,4 sind wir jetzt wieder.
Da wird er auch schon angefeuert hier vom Monkey. Da bleiben wir drauf. Das ist gerade, glaube ich, der einzige Zweikampf hier. Laut Karte oben rechts, ja. Da bleiben wir drauf, Freunde. Das schauen wir uns jetzt hier noch an in Ruhe. Das wollen wir nicht verpassen hier, den Kampf ums Treppchen. Und er knabbert weiter. Mal gucken, ob es reicht. Ja, da gibt es ein Recht. Spannend bis zum Schluss. Können wir unterschreiben, das ist so. So wollen wir es ja haben. So muss das sein, sehr schön. Oh, Leverwurst kam hier etwas besser durch die Kurve. Hat nochmal ein bisschen Zeit gut gemacht, 0,2. Aber sie schrumpft trotzdem wieder die Zeit, ist interessant. Die unterschiedlichen Stärken in den jeweiligen Sektoren. Oh ja. Jetzt ist er kurz vorm Windschatten naschen. Tendenziell ist er schneller. Ja. Der Gizzy. So, jetzt die Schikane sauber kriegen und dann Start-Ziel nahe genug dran sein, dass er hier noch Windschatten bekommt. Und dann könnte er in der nächsten Runde nochmal richtig angreifen. In der letzten Runde. Ein bisschen liegen lassen, aber wie gesagt, gucken. Ich denke, eine mal, Runde hat er noch. Das wird wahrscheinlich so ein Startziel-Fotofinish gleich. Könnte Fotofinish werden, auf jeden Fall. Aber er wird auf jeden Fall eifrig hier angefeuert im Chat. Das ist auch immer schön für die Fahrer, wenn sie sich später die Aufzeichnung anschauen. Da kommt Leverwurst ins Schwitzen, aber macht's gut. Kann sich den Gizzy noch vom Hals halten hier. Hat sich nicht viel getan zur letzten Runde, zeitentechnisch. Noch kann er es halten, die Sekunde. Leverwurst hat etwas schlechtere Reifen vorne rechts, etwas. Ja, aber kann jetzt wieder ein bisschen ausbauen. Kann ausbauen. 1,4 Sekunden. Ja, ich glaube, es wird nicht reichen. Nee. Ich glaube, das wird nicht reichen. Vergesst nicht die Zieleinfahrt. Noch ist ein bisschen Luft. Ja, Zieleinfahrt von Kort. Das wollen wir natürlich gleich drauf haben. Ich habe schon die Karte oben rechts im Blick. Aber noch ist der Drops hier nicht gelutscht fürs Treppchen. Es kann ja immer noch mal irgendwas passieren. Wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber es kann. Aber das macht er gut hier, der Leverwurst, der baut weiter aus. Kann sich wieder etwas Ruhe verschaffen hier. Für die letzte Minute. Oder es ist weniger als eine Minute nur noch. Da kann er jetzt ein bisschen aufatmen. Und Finish, da sind wir durch. Cortes Platz 1. Glückwunsch an Cortes. Mega geiles Rennen mit 32 Sekunden Abstand hier. Über Startziel. Schauen wir direkt weiter Richtung P2. Destroy. Ah, kommt jetzt in die letzte Kurve vor Startziel. Da kommt er mit Lichthupe angeflogen. Glückwunsch zu Platz 2 an Destroy. Glückwunsch. Und da kommt Leverwurst, der sich hier erfolgreich gewehrt hat gegen Gizzy. Leverwurst und Gizzy. Dahinter. Platz 3, Platz 4, Platz 5, Gamer for Life. Gamer for Life, Glückwunsch auch an dich. Sorry, dass ich dich heute Gamer-Teddy genannt habe. Oh, guck dir die Reifen an von Christian vorne. Heieiei, der hat echt, ist fast auf der Felge gefahren. Wir sind durch. Wahnsinn. Wahnsinn. Totti, Platz 7. In seinem pinken Beetle. Im Barbie-Beetle. Barbie-Beetle. Rosso 8. Guck mal, wie eng die aber aneinander alle hier. Trotzdem, ne? Wahnsinn, ne? Und Dynamit, Koal auf 9. Eieiei, war ein richtig schönes Rennen. War sehr schön anzusehen. Wie gesagt, wenig Fahrzeuge, große Strecke, geiles Rennen trotzdem. Ja. Geile Sache. Ja, auf jeden Fall. Danke, Simply Gibson. Danke, danke. Ja, danke für euer Feedback. Freut uns, freut uns. Komm, mach die Kamera nochmal an, ihr Schulle. Die wollen dich nochmal sehen, oder? Wollt ihr den Schulle sehen? Wir wollen den Schulle sehen. 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 Okay.
Fertig? Da ist er. Eieiei, ich weiß nochmal das Rennergebnis rein, aber wir konnten es ja gerade gut beobachten hier. Da sehen wir es nochmal alles, Freunde. 2 Minuten 14, 5, 8, 9 in der 19. Runde von Cortez. Wahnsinnsrennen gefahren, aber auch Respekt an die anderen. Schade, dass Mako den Disconnect hatte. Das ist schade. Ja. Ich glaube, er war der Reifenflüsterer. Also da wäre noch mehr gegangen auf jeden Fall im Laufe des Renns. Schade, schade. Der hat eine gute, hat gut mitgehalten, trotz Fahrzeugschäden an der Front. Ja. Der Spoiler war defekt und wie du sagst, war lange draußen. Und wir hätten ihn gern noch gesehen, wie er ohne Schäden fährt. Ob er da noch ein bisschen Aufholjagd gemacht hätte, aber gut. Es hat nicht sollen sein. Trotz dessen haben wir noch ein geiles Rennen hier erleben dürfen bei den Black Lines, ne? Findet der jetzt immer montags statt? Fragezeichen. Denke mal, ne? Wenn die den jetzt montags so starten, dass jetzt so ein das Ding immer montags läuft. Ich vermute, ne? Ich glaube, Kitty wird es auf jeden Fall wissen. Ich kann auch mal gerade hier die Pokale einblenden, hier nochmal, die es hier zu gewinnen gibt, hier im Beetle Cup, hier gesponsert von den Black Lions hier. Drei Glaspokale. Teile, sehr und, geile Teile. Und wie gesagt, die anderen Fahrer kriegen wohl auch noch Preise, die von Donut Racing gesponsert worden sind. Jeden Montag, jeden Montag. Ah ja, jeden Montag, jeden Montag. Sehr geil. Nee, hat Spaß gemacht, kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Ich mag. Deutsches Kinderhilfswerk will ich auch nochmal hier einblenden. Genau. Wer einen Fünfer übrig hat, ne? Einfach mal rinhauen. Genau, schaut mal auf die Website. Die werden schon unterstützt hier auch, unter anderem von den Black Lions. Und deswegen zeigen wir euch nochmal hier diesen Banner. Schaut mal auf der Homepage vorbei. Da kann man spenden auf ein Spendenkonto. Genau. Und bei beim Partner von hier, von den Black Lions nochmal vorbeischauen, ne? Genau. Donut Racing hatten wir Donut ja auch. Racing. Wenn genau. Ihr eure Team-T-Shirts machen wollt, ist genau der richtige Ansprechpartner. Ja? Sollte man auf jeden Fall mal sich angeschaut haben. Wenigstens auf Facebook oder in der Homepage haben sie ja auch. Genau. Und dann wird alles nach euren Wünschen hergestellt. Ja. Wir haben, ja, oh, ich denke mal gucken. Vielleicht haben wir ja schon am kommenden Freitag haben wir ja einen Doppelstream. Da haben wir ja auch nochmal was zu verkünden, weil Xtreme Team Live wird ja dann demnächst kleidungsmäßig für die Livestreams ausgestattet. Ja. Aber wir hoffen, dass es Freitag schon klappt. Wäre geil. Große Überraschung, dann haben wir jetzt 493 Follower, wenn ich das gerade richtig sehe. Ja, 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 ja. Wenn wir die 500 voll haben, gibt es eine Xtreme Team Live Lobby auf jeden Fall. Ja. Ja, wo jeder mitfahren kann und so weiter. Und dann mit Preisen. Es, mit Preisen. Und mit Preisen. Euch, eine Tasse ist scheißdreckig. Wir sehen uns Freitag, würde ich sagen. Wer Bock hat, schaltet genau. ein. Wann geht's los? Genau. Freitag nochmal. Race Room PC sind wir. Rennstart ist um 21 Uhr. Quali 21 Uhr. 20:35 losgehen, also sagen wir mal kurz vor halb wird der Stream angehen. Der Jig, ja, meine Stimme wird man auf jeden Fall hören, aber mich wird man ja vielleicht auch sehen. Mal gucken, wie wir das machen, aber ich fahre auf jeden Fall. Du fährst auf jeden Fall. Vielleicht machen wir nochmal so eine Cockpit-Cam an, müssen wir mal gucken, dass wir den Schulle mal am Lenkrad zwischendurch mal sehen, wäre auch mal wieder cool. Haben wir so, ja schon mal gemacht. Haben wir schon mal gemacht, ja. Und das können wir machen und danach Saisonauftakt. Ne? Ja, Nightshift Liga, Gran Turismo Sport. Da geht's wieder los bei den Schlingeln. Ja, welches Stream war denn? Super Pro? Pro? Ich denke die Super Pro. Wir stimmen uns noch mit Bloody Rain ab, aber ich denke, klären wir ab. Spannung pur angesagt. Ja. Der Chat wird glühen, da kennen wir ja die Jungs. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag. Kitty schreibt gerade mega geile Shirts. Ja, von der Black Lions, die Shirts sind echt mega, gefallen uns. Ja, gerade weil so ein schickes Logo da noch mit drauf ist. Was? Ja, wir sind gespannt. Vielleicht haben wir es Freitag schon an. Mal gucken, ne? Schauen wir mal, ne? Ansonsten geil, dass er dabei war. Schön, dass er reingeschaut hat. Und alle, danke für euren Support, für die Follows, für die Abos. Immer wieder geil. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wer Bock hat, dann sehen wir uns Freitag. Und ich wünsche euch auch eine ruhige, entspannte Woche. Genau, macht's gut. Ciao, ciao.